Herzlich willkommen zur Asklepios Informationssendung. Stellen wir uns vor, Ihre Hüfte macht Ihnen schon lange zu schaffen. Der Arzt hat Arthrose festgestellt und weder Medikamente noch Krankengymnastik helfen noch. Und der Arzt empfiehlt Ihnen, sich ein künstliches Hüftgelenk implantieren zu lassen. Was kommt da auf Sie zu? Das werden Sie sich jetzt fragen und darüber sprechen wir jetzt. Bei mir ist Dr. Andreas Hellweger. Er ist Chefarzt der Unfallchirurgie und Orthopädie an der Asklepios Klinik Weißenfels. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für die Einladung. Jetzt stellen wir uns doch mal vor, ich komme zu Ihnen. Ich habe eine Überweisung dabei von meinem niedergelassenen Arzt und da steht dann drauf, Hüftprothese erbeten. Machen Sie denn das, was er sagt? Das machen wir in der Regel schon, wenn der Patient vom niedergelassenen Orthopäden kommt. Das heißt, in der Regel ist es ja so, Sie haben schon länger Hüftbeschwerden oder andere Gelenke tun auch weh, aber wenn es die Hüfte ist, dann haben Sie eben diese ganze Diagnostikschleife schon durchlaufen. Es wurde also geröntgt und da wurde vielleicht eine Arthrose festgestellt. Es wurden konservative Therapiemaßnahmen durchgeführt. Das heißt, Sie haben Krankengymnastik bekommen, Sie haben andere manualtherapeutische Anwendungen bekommen. Vielleicht wurde auch schon mal etwas in das Gelenk reingespritzt. Das macht man manchmal als niedergelassener Orthopäde. Und wenn das alles nicht mehr hilft und der Patient vom Orthopäden kommt, dann stimmt in der Regel schon die Diagnose, dass es eine Hüftarthrose ist oder dass es ein Hüftschmerz ist, der dann mit einem Gelenkersatz behandelt werden kann. Wenn aber die Einweisung von einem Nicht-Orthopäden kommt, sondern manchmal kommt auch die Einweisung vom Chirurgen oder vom niedergelassenen Arzt, dann ist das schon ein bisschen kritischer zu betrachten. Mhm. Nichtsdestotrotz wird natürlich, also Hüftprothese erbeten, bedeutet nicht, dass wir das gleich dann auch machen, sondern wir müssen natürlich die Indikation auch schon überprüfen. Das heißt, da wird erstmal geguckt? Da wird erstmal geguckt. Da wird erstmal praktisch? Also das ist ja in der Regel so, Sie haben eine Einweisung, Überweisung bekommen und machen einen Termin bei uns in der Sprechstunde. Und dann, wenn Sie diesen Termin haben, werden Sie erstmal dem Oberarzt vorgestellt. Und der Oberarzt, der sich dann mit diesem Krankheitsbild auskennt, der erhebt dann auch nochmal die Anamnese, fragt dann, wie und die Schmerzen sind, wann die auftreten, ob das typisch für einen Arthrose-Schmerz ist vom Hüftgelenk oder aber ob es vielleicht doch auf dem Röntgenbild eine Arthrose im Hüftgelenk ist, aber der Schmerz kommt von der Wirbelsäule. Das ist in der Regel so, dass von den niedergelassenen Orthopäden, wenn die Patienten kommen, das alles schon ausgeschlossen ist. Das sind ja auch Orthopäden, die sind vom Fach. Mhm. Aber dann kommen sie zum Oberarzt in die Sprechstunde und dann wird ein Anamnesegespräch geführt und danach kommt die körperliche Untersuchung. Mhm. Da gibt es da verschiedene Tests, die man machen muss, ob die denn überhaupt mit dem Beschwerdebild und auch mit dem Röntgenbild, was die Patienten in der Regel mitbringen, auch übereinstimmt. Hm. Auch so, dass man genau nochmal abklärt, ist da wirklich der Spalt schon verengt und der Knorpel weg zwischen Pfanne und Kugel. Genau. Hier so bei diesem Unterschied oder bei diesem Abstand hier. Und ist es überhaupt auch das richtige Bein, um das es geht? Wahrscheinlich, also auch da. Genau, das ist ja so, dass in der Regel ist es ja so, man wird dann immer älter und desto älter man wird, dann ist es schon so, dass die Knorpeldicke nachlässt. Das heißt, wie Sie sagten, der Gelenkspalt wird. Ja. Schmäler und dann irgendwann ist der Knorpel weg. Da gibt es verschiedene Arthrosegrade und wenn der Knorpel dann ganz weg ist und dann im Prinzip Knochen auf Knochen reibt, dann tut das weh. Mhm. Und dann gibt es aber auch noch Abstützreaktionen vom Körper. Also es gibt dann Anbauten am Hüftgelenk, es gibt Zysten, die sich bilden. Also es gibt verschiedene Zeichen, die wir auf dem Röntgenbild sehen können. Ja. Aber nochmal, wir operieren ja kein Röntgenbild, sondern es gibt ja Patienten, die ganz grauseliges Röntgenbild haben, wo man denkt, das kann eigentlich gar nicht mehr funktionieren und die dann aber da reinkommen mit 80 Jahren, dann wissen Sie was, Herr Doktor, geht es eigentlich gerade wieder ganz gut. Insofern muss man schon den Patienten sehen, die Beschwerden sehen, das Röntgenbild sehen und muss dann zusammen mit dem körperlichen Untersuchungsbefund eine Entscheidung treffen. Das heißt, es könnte auch sein, dass Sie den Patienten wieder wegschicken? Das kommt auch vor, ja. Mhm. Es gibt ja auch Krankheitsbilder, wo es gar nicht, also die wir nicht wegschicken, die wir schon behandeln, aber wo nicht ein neues Hüftgelenk eingesetzt werden muss, sondern wo man vielleicht auch eine Spiegelung vom Hüftgelenk erst machen kann. Mhm. Das gibt es ja auch. Wir können ja Kniegelenkspiegelung und Schultergelenkspiegelung machen. Man kann aber auch eine Hüftgelenkspiegelung machen, weil das kann was an der Gelenklippe sein. Also reingucken sozusagen. In das Hüftgelenk reinschauen, genau. Zu gucken, ob wir da was anderes finden, was die Beschwerden macht. Und wenn Sie dann entscheiden würden, ein künstliches Gelenk einzusetzen, wäre das dann immer so ein Ganzes, das alles ersetzt? Oder kann man da auch Teile ersetzen? Ja, also es gibt verschiedene
Prothesentypen. Es gibt Kurzschäfte, es gibt Langschäfte, es gibt Prothesen, wo die Pfanne nicht ersetzt wird, wo also ein Duokopf und eine Varioprothese eingesetzt wird, wo also nur der Kopf ersetzt wird, aber die Pfanne bleibt. Da gibt es ganz viele Modelle und es gibt über 200 Hersteller, die verschiedenste Prothesen machen. Bei uns in der Asklepios-Klinik Weißenfels ist es schon so, dass wir eine Standardprothese haben. Die normale Prothese ist, die ohne Knochenzement, also zementfrei eingebracht wird, die wir in der Regel gut implantieren können, wo wir wissen, dass die Prothesen eine gute Standzeit haben. Das heißt, diese ganzen Ultra-Kurzschäfte und was man alles heutzutage so liest, man sollte schon Sachen einbauen, die man regelmäßig einbaut, wo man weiß, dass die eine sehr gute und lange Standzeit haben, sodass wir da dem Patienten nicht immer das Modernste anbieten, was aber noch gar nicht so die Erfahrung hat, wo wir gar nicht wissen, hält das denn auch so lange, sondern wir bauen dann quasi die Standard-Total-Endoprothese zementfrei ein. Was heißt Standzeit? Standzeit heißt, früher war es ja so, dass eine Prothese, die Sie eingebaut haben, 8 bis 10 Jahre gehalten hat. Heute durch die besseren Prothesen und durch die besseren Gleitpaarungen, also da sind ja verschiedene Komponenten, die miteinander zusammenspielen, es Abrieb gibt und heutzutage sind die Materialien viel besser. Das heißt, das Einwachsen der Prothesen ist besser und der Abrieb der Prothesen ist besser, sodass die Standzeit, bis die Prothese locker ist oder Beschwerden macht und wieder gewechselt werden muss, eben immer länger wird. Sodass heutzutage auch Standzeiten von 15 Jahren normal sind. Aber ich muss mir da jetzt keine Sorgen machen, dass Sie auf jeden Fall immer eine Standardprothese einbauen und nicht so gucken, ob ich nicht vielleicht doch mit einem anderen Modell zurechtkomme. Nee, das ist klar. Mensch ist anders. Also es gibt natürlich spezielle Fälle, wo natürlich eine kürzere Prothese oder eine längere Prothese eingebracht werden muss. Es geht aber da auch um die Knochenqualität, denn Sie können ja bei einem 50-jährigen Patienten müssen Sie anders rangehen, als wenn Sie beim 80-jährigen Patienten sind. Deswegen gibt es ja Prothesen, die einzementiert werden mit Knochenzement. Das ist quasi wie so ein Zwei-Komponenten-Kleber, weil man einfach weiß, dass das von alleine nicht so schnell einheilt. Oder Sie haben eben jüngere Patienten, wo Sie ganz sicher eine kürzere zementfreie Prothese einbringen können. So haben wir da verschiedene Modelle, die man einbringen kann, je nachdem bei dem Alter. Aber der typische Patient ist ja der 60-, 70-jährige Patient, der diese Arthrose-Schmerzen hat und in seiner Lebensqualität so eingeschränkt ist, dass er sich dazu entscheidet. Ja. Aber es wird natürlich immer individuell entschieden. Wir haben verschiedene Modelle natürlich auch da, aber in der Regel bauen wir bei 90% der Patienten immer dieselbe Prothese ein, von der wir wissen, dass die über 1 Million Mal implantiert worden ist auf der Welt und die hält einfach gut. Und was kommt da jetzt auf mich zu? Also ich komme da, ich habe mein Erstgespräch gehabt und ich komme nun zu Ihnen. Ich komme auf mein Krankenzimmer und worauf richte ich mich da ein zeitlich? Wie lange liege ich im Bett? Wie lange bleibe ich bei Ihnen in der Klinik und wie geht das dann weiter? Also wir haben das bei uns in unserer Klinik so organisiert, das heißt, wenn die jetzt kommen würden mit einer Einweisung, dann und die Entscheidung schon gefällt worden ist durch Sie und den Orthopäden und der dann aber durch mich oder meine Oberärzte bestätigt wird, dann können wir das in dem Augenblick auch alles gleich vorbereiten. Wir haben da eine sogenannte zentrale Fachambulanz, in der alle an der Operation beteiligten Arztgruppen sozusagen vor Ort sind. Dann würde also als erstes Mal, wenn Sie sagen, Sie wollen das gerne haben, jetzt ein Aufklärungsgespräch geführt. Und das Aufklärungsgespräch, das führen wir einmal so, dass wir das auf Papier zeigen. Da gibt es Aufklärungsbögen, die standardisiert sind. Aber damit das immer ein bisschen besser ist, haben wir dann auch so ein Modell hier, wo wir den Patienten dann auch erklären, so dass man es mal in die Hand nehmen kann, was bedeutet das überhaupt? Also wie soll das alles vonstatten gehen? Und wenn Sie dieses Modell dann mal nehmen, dann ist es eben so, dass die Prothese im Prinzip aus 4 Komponenten besteht. Als erstes ist es eben so, dass hier der Hüftkopf abgesägt werden muss, da muss das vorbereitet werden und da muss das Bett für den Schaft vorbereitet werden, wo die Prothese, hier eine sogenannte Standardprothese, dann eingebracht wird, ohne Knochenzement oder eben mit beim älteren Patienten. Manchmal muss man das in der Operation auch entscheiden, wenn wir sagen, also wir wollen es ohne Zement machen, aber die Qualität ist nicht so gut und Sie nicht davon profitieren sollten, dann kann man das eben so reinmachen. Dann kommt hier oben ein Kopf drauf,
der in der Regel aus Keramik ist. Und dann gibt es hier eine Schale, da wird die Pfanne rausgefräst und dann kommt eine Schale, die dann eingeschlagen wird und dann kommt ein Polyethylen-Inlay, heißt das da rein, sodass dann das eingerenkt werden kann, das Gelenk, und Sie dann wieder das Gelenk schmerzfrei bewegen können. Mhm. Und dieses muss ein Patient, die nehmen das gerne mal in die Hand und sagen, aha, das ist ja ganz interessant, und dann weiß man, wie das so ist. Mhm. So, und dann kommt es zum, dann kommt es zum sogenannten Aufklärungsgespräch. Wir besprechen alle Risiken, die eine Operation, es ist ja eine Narkose und eine Operation hat auch Risiken. Mhm. Und dann vereinbart quasi der Operateur mit dem Patienten oder der Patientin diese Operation. Mhm. Und dann, wenn Sie Zeit haben, gehen Sie dann gleich zu den Pflegepersonal in der zentralen Fachambulanz, da wird dann Blut abgenommen, es wird ein EKG geschrieben, es werden weitere Untersuchungen möglicherweise veranlasst, wenn nochmal das Herz untersucht werden muss vor einer Narkose. Dann machen wir das auch gleich und dann geht es zum Narkosearzt und dann sind Sie sozusagen in der Vorbereitung komplett fertig. Also halber Tag durch. Halber Tag durch, also wir streben so 3 Stunden an, aber Sie wissen ja, wie das ist im Krankenhaus, das kann auch mal 3,5 bis 4 Stunden dauern. Aber dann ist es im Prinzip einmal alles schon mit dem ersten Termin vorbereitet. Ja. Also Sie müssen nicht einmal zu oder 3 oder 4 Mal ins Krankenhaus kommen. Und dann kommt der Tag der OP. Komme ich am Abend vorher oder komme ich am Tag der OP? Nee, Sie kommen dann heutzutage am Tag der Operation. Aha. Das hat den Grund, dass man weiß, dass die Patienten, die am Tag vor der Operation ja mehr mit Krankenhausgegebenheiten vergesellschaftet sind. Es ist ja auch so, sie schlafen im eigenen Bett eben auch viel besser. Mhm. Und dann kommen sie ausgeruht, geduscht, morgens in das Krankenhaus rein, in eine sogenannte Aufnahmestation oder perioperative Behandlungseinheit, wo sie dann in Empfang genommen werden und dann werden sie vom Fachpersonal auf die Operation vorbereitet. Mhm. Und wenn sie dann vorbereitet sind, geht es dann von dieser perioperativen Behandlungseinheit in den OP. Und von dem OP geht es dann in den sogenannten Aufwachraum, wo Sie dann sozusagen sich von der Narkose erholen. Ungefähr 1 Stunde die OP, oder? Also eine normale Hüft-TAP-Implantation dauert 1 Stunde. Ja. Also und aber mit allem drumherum im OP sind Sie dann schon so 2 Stunden, bis Sie dann schlafen und im OP vorbereitet sind und das Patient richtig gelagert ist. Und dann ist die Operation zu Ende und dann kommen Sie in den Aufwachraum, wo Sie noch von Anästhesisten und Anästhesie-Pflegepersonal ganz in Ruhe wach werden und dann kommen Sie auf die Zielstation, auf die Bettenstation, die Sie vorher aber noch nie gesehen haben, weil Sie sozusagen diese perioperative Behandlungseinheit ja erstmal sind, dass da mehr Fachpersonal von den Anästhesisten ist und dann kommen Sie auf die Normalstation. Mhm. Und den Aufenthalt müssen Sie mit 5 bis 7 Tagen nur noch rechnen im Krankenhaus. Und wann stehe ich wieder auf? Bei uns stehen Sie, wenn es geht, am Nachmittag schon auf und gehen einmal über den Flur. Mhm. Das sind ja diese neuen Konzepte der schnelleren Chirurgie, die wir aus den, da haben wir von Japanern und den USA gelernt. Früher war es ja so, sie sind 1, 2 Tage vorher ins Krankenhaus gekommen, sie waren 14 Tage im Krankenhaus, sie haben jede Menge Drainageschläuche gehabt und lagen in der Regel auf der Intensivstation. Mhm. Und dann hat man aber von den Kollegen gelernt, die Patienten, die nur 5 Tage im Krankenhaus sind, wenn sie die nachuntersuchen nach einem Jahr, dass die schneller auf die Beine gekommen sind, besseres Ergebnis haben und diesen Krankenhausaufenthalt nicht als so invasiv empfunden haben. Das heißt, wir streben in der Operation an, keine Drainagen einzulegen. Wir wollen keine Schmerzkatheter legen. Das hat man gemacht, um den Schmerz den Patienten zu nehmen. Dann ist aber auch das Bein taub und wenn Sie ein taubes Bein haben, können Sie schlecht laufen. Mhm. Und bei den Patienten, die geeignet sind, streben wir eigentlich an, dass sie nachmittags in ihrem Zimmer ein paar Schritte gemacht haben, möglicherweise auf dem Stationsflur waren und idealerweise schon Abendbrot im Sitzen essen. Da ist sicherlich nicht jeder Patient geeignet, also ein 80-jähriger Patient, der sehr betagt ist, der ist nicht so begeistert von dieser schnelleren Methode. Ja. Und dann gibt es jeden Tag Krankengymnastik. Mhm. Es geht, wie gesagt, am Operationstag schon los. Und laufe ich dann auf Krücken? Sie laufen am, wie es heißt, am hohen Gehwagen, am Anfang. Das heißt, es ist so ein Gehwagen, wo Sie einfach ein bisschen sicherer sind. Mhm. Und Unterarm-Gehstützen oder Krücken, wie Sie sagen, das gibt es eigentlich gar nicht mehr. Das heißt also,
Also früher war es ja so, dass eine zementierte Hüfte sofort voll belastbar war, aber dass die nicht zementierten Hüften, die Sie gerne den jüngeren Leuten, den 50 Jahre alten einbauen, dass man da dann wochenlang eigentlich auf Krücken war, mindestens zwei. Dieses Konzept haben wir schon komplett verlassen. Ja. Also wenn wir eine zementfreie Prothese einbauen, dann gehen wir davon aus, dass die Prothese so fest auch initial schon verankert ist, dass sie gleich voll belastbar ist. Das heißt, unsere Patienten müssen schon am Operationstag das Bein voll belasten und sie müssen es auch die ganze Zeit vor, oder dürfen es oder sollen es die ganze Zeit voll belasten. Ja. Sicherlich ist am Anfang noch ein bisschen Wundschmerz und Operationsschmerz und die Patienten sind noch ein bisschen unsicher, also sie müssen jetzt nicht gleich am ersten Tag Treppen laufen, aber die Prothesen, die wir implantieren, sind voll belastbar gleich. Und wenn ich dann die 5 Tage bei Ihnen gewesen bin, dann schließt sich ja noch eine Reha an. Wo mache ich die? Beim Aufnahmegespräch ganz am Anfang, wo Sie dann da waren und wir das alles besprochen haben und dann einer der Stationen, die Sie dann noch machen, das gehen Sie gleich zum Sozialdienst und dann wird die Reha schon gleich in die Wege geleitet. Das heißt, wenn wir Sie jetzt operieren würden und Sie würden am nächsten Tag auf der Station einige Schritte gelaufen sein und dann kommt 2 Tage später der Sozialdienst und wir würden das dann erst anmelden und wir würden Sie aber nach 7 Tagen entlassen wollen, dann wäre ein längerer Zeitraum, bis die Reha wirklich anfängt, in der Sie allein gelassen werden. Ja. Und das wollen wir nicht, sondern wir möchten gerne, dass diese Reha oder Anschlussheilbehandlung gleich an den stationären Aufenthalt oder mit einem nur so 2, 3 Tage zu Hause ist. Das machen Sie dann entweder stationär oder was auch viel ist, ist jetzt ambulante Rehabilitation. Das heißt, bei uns in Weißenfels gibt es große orthopädische Praxen und wir haben ein großes ambulantes Reha-Zentrum. Und dann ist es so, dass Sie die Reha in dem ambulanten Reha-Zentrum machen, Sie aber zu Hause schlafen. Sie werden dann morgens zu Hause abgeholt, werden ins Reha-Zentrum gefahren, dann haben Sie vormittags und nachmittags Anwendung, es gibt Mittagessen und Sie werden dann vom Fahrdienst wieder nach Hause gefahren. Man schläft halt einfach zu Hause besser als in irgendeiner Reha-Klinik, die 30, 40 oder 100 Kilometer entfernt ist. Und da muss man sagen, haben wir sehr gute Erfahrungen. Unsere Patienten fordern das auch mehr ein, dass sie mehr diese ambulante Reha machen, wenn sie denn gut organisiert ist, was hier bei uns in Weißenfels ist. Vielen Dank für dieses Interview. Bitte sehr. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf YouTube und auf Facebook. Werden Sie gesund.